Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Wir sind im Match Nummer 2 des dritten Viertelfinals des EU Craft Cups Number 11 und leider hat unser deutscher Vertreter Goody 1:0 verloren im ersten Matchup und sein roter Kontrahent ist Shark GS Joe, der Gewinner des Craft Cup Number 10. Und ich muss sagen, sehr, sehr schöne Matchups jetzt hier von beiden Spielern und es war auf jeden Fall verdient. Und mir gefällt das sehr, sehr schön, dass wir jetzt auf Zendaya Cavern spielen. Eine gute Karte für ein TVT. Wenigstens kein Highground zu abusen, also nicht wie bei zum Beispiel Steps of War, der Highground vor der Natural, oder Lost Temple, der Highground neben der Natural Expansion Position. Das heißt hier, schönes, ebenes Terrain für beide Spieler und diese One-on-One-Player-Map dafür natürlich prädestiniert. Goody hat leider es versäumt, im ersten Matchup genug Economy aufzubauen, um gegen seinen Kontrahenten durchzuhalten. Dieser hat durch eine gute getimte Expansion und hervorragende Drops geschafft, den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen und dadurch natürlich sehr, sehr schöner Bild. Jetzt hier Goody mit einer Proxy Barrack, sehr, sehr interessant. Proxy Barrack von Goody hier und das könnte zum Sieg verhelfen, denn er geht es hier ein total cheesy Bild und das ist auf jeden Fall sehr, sehr riskant. Also er hat komplett darauf verzichtet, Inbase irgendwas zu bauen und natürlich hier die Barrack von Shark GS Joe. Und das ist scheinbar so ein Alles-oder-Nichts-Bild. Double Proxy Barracks hier von ihm und er will natürlich versuchen, damit den Gegner sofort unter Druck zu setzen und das könnte entweder voll in die Hose gehen oder komplett das Spiel auf den Kopf stellen. Damit könnte er 1:1 holen oder eben 2:0 verlieren. In-game, in-base sehen wir auch gerade von ihm, also er meint gerade sehr, sehr gut, genauso wie sein Gegner und muss natürlich versuchen, diese beiden Barracks erstmal zu kompensieren im Income. Braucht natürlich wesentlich mehr Harvest, dann zieht auch jetzt den STV wieder ab. Und wir sehen hier der STV eben mit dem Scouting und Border Supply Depot, um die Position gegen die Reaper hier zu schützen. Beide Tech-Barracks hier bauen auf jeden Fall in Ruhe natürlich die Space Marines und wir sehen hier, Goody scoutet hier mit dem STV noch als Fake an und sieht auch jetzt hier sehr, sehr schön. Und wir sehen keine Barrack hier in-base von ihm. Und bisher hat es Shark GS Joe nicht nötig gehalten zu scouten. Beide pushen jetzt hier Marines, beide Barracks raus und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das funktionieren soll. Jetzt hier der Push direkt auf die Factory, bisher immer noch kein Scout von ihm und das ist sehr, sehr verwunderlich. Also scheinbar will er auch gar nicht irgendwie jetzt hier scouten. Bin mir nicht ganz sicher, warum. Auf jeden Fall, Factory kommt jetzt. Und sehr, sehr guter Push auf jeden Fall von Goody. Und da sind die ersten Marines plus SCVs. Also wir haben 5 Marines plus SCVs gegen 3 Marines. Und wir haben einen Proxy-Bunker. Sehr, sehr gut jetzt hier. Und wenn der Proxy-Bunker steht, hat er auf jeden Fall ein großes, großes Problem. Er darf den Bunker auf keinen Fall zulassen. Shark mit einem guten Management hier der SCVs muss versuchen, sie zu surrounden. Sehr, sehr schön jetzt hier. Unglaublich gut hier. Und die Factory ist fertig und pusht wahrscheinlich gleich Hellions. Bin mir nicht ganz sicher. Bunker ist noch nicht fertiggestellt. Oh, oh, oh. Er hat kein SCV auch mehr in der Nähe. Und er will auch scheinbar gar keinen gerade mehr von der Line ziehen. Und jetzt sind sie drinnen. Jetzt haben wir 6 Marines gegen 5. Und viele von den SCVs sterben gerade. Und das könnte auf jeden Fall ein Sieg sein. Dort kommt der Hellion gerade jetzt raus. Und das ist sehr, sehr übel für ihn. Der Hellion macht logischerweise Bonus-Damage an den Einheiten. Aber jetzt sind es 5 Marines gegen 5 Marines. Jetzt kommt der Hellion. Oh mein Gott, das könnte vollkommen in die Hose gehen. Das ist richtig schlecht. Und da schreibt Goody GG. Und damit wurde der cheesy Bild von ihm abgewehrt. Und damit war es eines der kürzesten Replays, die ich jemals gecastet habe. Abgesehen von den cheesy Games. Und so kann man sehen, wie Double Proxy Barracks auch failen können. Sehr, sehr gut gespielt von Shark GS Joe. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und in dem Fall, good luck dafür. Und Shark GS Joe ist im Halbfinale. Damit gehen wir direkt in das letzte Viertelfinale und ich hoffe, ihr seid mit mir live dabei. Bis dahin und auf Wiedersehen.